Hallöchen, hier ist Kyoko und wir kommen endlich mal wieder dazu, Sonic Adventure DX Director's Cut weiterzuspielen. Beim letzten Mal haben wir es endlich mal auf den Egg Carrier geschafft und befinden uns, nachdem wir... Ohoho! Das sieht doch eigentlich ganz eindeutig aus, kann man das schon... Ja, da kann man schon drauf. Haben uns dann über das Skydeck hier... Nein, ich wollte auf das M! Mann! Uns hier auf jeden Fall vorangekämpft. Oh, die Buchstaben haben eine andere Position eingenommen. Habt ihr das auch einmal gesehen? Und ich glaube, dieser Fernseher sagt uns nur, dass wir hier drauf gehen können, um dann diesen Raum zu betreten. Okay, da war gerade ein Geräusch. Und hier ist ein Schalter. Nein, wir werden irgendwo hingebeamt. Und es lädt. Das ist eigentlich etwas, wo ich wahrscheinlich noch nicht sein will, oder? Oh! Oh, na, so viel dazu. Wir haben doch tatsächlich jetzt den anderen Chao Garden gefunden. Okay, ich bin in diesem Garten nämlich so gut wie nie. Und mit so gut wie nie meine ich wirklich eigentlich echt nie. Weswegen ich auch vergessen habe, wie der normale Eingang zu dem war. Der schlafende Chao. Sind da schon alle gewesen? Nein, hier ist noch einer. Und hier und Tatsache, auch wenn ich in diesem Garten so gut wie nie bin, scheint der auch einigermaßen voll zu sein. Na okay, dann gebe ich dem einen Chao mal diese Eierschale, damit er sich ein Gesicht daraus machen kann. Na du? Och Mann, er will sie nicht aufsetzen. Dann eben nicht. Okay, gut, die krabbeln hier jetzt weiter rum. Wir wissen jetzt, wo der Chao Garden beim Egg Carrier ist. Und... geht's hier raus? Wo ist die Tür? Lasst mich hier weg. Ah, Plattform. Okay, gut. So. Egg Carrier Adventure Field. Hier gibt es sonst noch irgendwelche Spielereien, die man hier finden kann? Nee, eigentlich nicht. Hier geht nämlich sonst auch nicht so viel. Sieht man noch so einen Antrieb. Putzroboter, genau, die hat Eggy auch. Ich glaube, hat man sonst in keinem anderen Spiel gesehen, dass bei Eggy auch geputzt wird. Und ich glaube, die befeuern uns rauf und runter, oder nicht? Nein. Du gehörst nur mit zum Spieldesign. Die blöde Plattform kommen wir nicht rauf. Na okay, dann geht hier nicht mehr so viel. Können wir auch gleich dem Storyverlauf weiter folgen. Und Sonic ist in seiner Bewegung eingefroren. Ja, 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 ja. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich bin so dermaßen raus. Aber erstmal gibt es eine Szene. Amy! Sonic! Von wegen. Oh, oh, wie es gezwitschert hat. Be gone, all of you! This is all I really need. Gather! Yo! What is your wish, Master Robotnik? Und da wäre er. Der Roboter, der vielleicht einige in meinem Sonic Battle LP ein bisschen komisch vorkam. Aye, aye, sir. Tja, Gamma wird dich enttäuschen, Eggy. Denn er wird jetzt gegen uns verlieren.
So, der erste Treffer. Er hat seltsamerweise keine Energieleiste und ist erbärmlich schwach. Also das ist eine Herausforderung von 0%. Und da kommt eine Szene aus der Demo, die am Abspann immer, am Anfang immer läuft. Und wir wollen angreifen. Ellie wirft sich dazwischen. Okay, whatever you say. You must have your reasons. Oh. Hey, this ship is losing altitude. Hurry, Tails. Take Amy and get out of here. Well, what about you? I'll find that Eggman and put him out of commission. Und so machen wir uns auf den Weg, um wieder den Helden zu spielen. Are you okay? Ja, ich bin okay. Mir geht es blendend. Okay, die anderen... Ah, ne. Sind noch alle da? Auto Recovery System activated. Okay. The Aetherian is losing altitude. Gut, na dann werden wir mal... Wo war der Raum? Ah, genau. Da müssen wir auch schon rein. If I'm to continue, I need to change this ship back to its original shape. There must be a switch somewhere on the bridge. I've got to find it now. Was er nicht auffälliger hätte zeigen können, indem er in Richtung dieser Tür gezeigt hat, beziehungsweise gestarrt. Und das ganz massiv. Überraschung, da ist wieder das Licht, für den Fall, dass wir es nicht verstehen. So kommen wir, glaube ich, wieder raus. Hallo? Hallo? Dann folgen wir dem nicht, den Ring eben. Ja. Das habe ich ja schon kapiert. Ich würde nur gerne... Rauscht das hier komisch? Egal. So, hier wollen wir nämlich hin. In diesem Raum, hinter diesem Stuhl, befindet sich ein Schalter. Ich muss gerade kurz nochmal schneiden, wie man den nochmal aktiviert hat. Ja, ich weiß doch, wo er ist. Achso, ich hätte nur drauf stehen bleiben müssen. Oh, Eddie ist auch wirklich für alles zu faul. Los, Schiff, transformiere dich! Tja, was der Tornado kann, kann der Eggcarrier anscheinend schon lange. Emergency Alert has been canceled. Resuming Monorail Operation. Phew, jetzt dürfen wir aufgehört haben zu sinken. Nein! Nein! Nein, ich bin auf den... Och, Manno. So, jetzt verwende dich zurück, du blödes Schiff. Und dann wollen wir auch weitermachen mit dem Spielgeschehen. Dankeschön. Gut. Ja, jetzt sind wir hier oben. Und haben... Hier noch keine Szene vor uns. Gehen wir mal einfach hier rein und wuseln ein bisschen. Boah, wow, Eggie hat es ja richtig gut auf seinem Schiff. Hier da rein. Ja. Aber ich glaube, davon haben wir nicht so viel. Ja doch. Nee, nicht unbedingt. War echt gut. Warum verschwendet Eggie eigentlich seine Zeit mit Böse sein, wo er sich doch so ein chilliges Leben machen konnte? Schau ich jetzt nochmal.
wo ich hin könnte. Und jetzt, wow, weiß ich wieder, wo ich hin will. Aber ich bin nicht imstande, geradeaus zu laufen. Oh, echt nicht. Was ist denn los, Sonic? Lauf. Ey, diesmal war ich aber nicht wirklich durchgegangen. Beziehungsweise über den Rand getreten. Reiß dich am Riemen, Igel. So, und den Rest springen wir jetzt so. Und nächste Szene. Na komm. Ist der nicht wunderschön? Oh no! Not again! Oh, auf den hätten wir verzichten können. Could this be the same beast? Ja, es ist. Oh yes! Attack Sonic! Now! Froggy? Oh! I must say Froggy! If he's your friend, I'll help you. Just leave it to me. Now I have six of the Chaos MPs. There's only one more left to find. I even found Chaos's missing tail. You won't get away with this, you madman. I will. You're no match for Chaos, even though he's not perfected yet. Okay, Chaos. Destroy them all! Immediately! Eggie, du bist echt ein armer Irrer. Und Chaos, du bist wirklich hässlich. So, nehmen wir uns fürs erste Mal. Wow! Ein Ring und dann kommen wir dazu, dein Bewegungsmuster zu durchschauen. Verdammt, ich habe noch einen Ring aufgenommen. Okay, so kann ich offensichtlich nichts machen. Aber mit diesen Dingern. So, abgestürzt, damit werfen wir ihn ab. Und er erstarrt kurzzeitig. Los. Na? Perfekt. Ich wusste nicht, dass es so einfach wäre mit den Dingern. Fliegen die irgendwann wieder hoch? Sieht nicht so aus. Na toll. Jetzt hat das angesaugt. Aber wir haben ihn trotzdem getroffen. Ja, dieser Kampf ist irgendwie ein bisschen sehr low. So, nimm dies, damit du endlich ganz down gehen kannst. Wir treffen dich ja letztes Mal und Chaos 6 ist down. Eigentlich eine richtig arme Vorstellung. Ich hatte ihn irgendwie ein bisschen anspruchsvoll in Erinnerung. War wohl ein Irrtum. Dieses No Way I Can't Believe This kam mir auch bekannt vor. Hey there, Knuckles. Glad you finally made it. I thought you got lost or something. Until we meet again, Sonic. Stop! Come back here! Du kannst doch nicht dein blödes Schlachtschiff zurücklassen. Ja, natürlich. Wir springen ihm einfach mal hinterher. Und Sonic legt wieder einen Sturz hin. Naja, obwohl diesmal ist es ja kein wirklicher Sturz. Okay, doch. I hate Eggman. Where's this? Die einzige Reaktion, während er wieder aus dem Himmel gefallen ist. Noch schlimmer als die andere beim letzten Mal. Maya-Tempel! Womit eigentlich auch klar sein sollte, ja, wir sind in den Mystic Ruins. Und diese Ruinen sind wahrlich mystisch. Hm? Und das Licht! That light. I think it's trying to show me something. Und die Cutscene. Ich höre ihn so gerne. Aber man will jetzt nicht so viel spoilern. Wir folgen einfach diesem Licht und wissen schon mal, hey, der komische Kater ist jetzt spielbar. Also der lilane Große mit dem Frosch. Und der echt langsamen Stimme.
Okay, wir haben noch ein paar Minuten. Schaffe ich das Level in der Zeit? Ich glaube fast nicht. Dann mache ich an dieser Stelle Folgendes. Damit die Parts nicht zu lang werden, mache ich an dieser Stelle einen Cut. So, drücke einfach mal Pause, verabschiede mich und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Danke fürs Zuschauen, liebe Grüße, eure Kyoko.